Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Weiter geht es mit unserem Abenteuer unseres Helden Halfdan Farson und in der letzten Folge haben wir nicht nur gegen die Sturgiana gekämpft, sondern die Vlandia haben sich jetzt auch noch gegen uns erhoben. Und damit haben wir, also wir sind noch nicht in Person, weil noch sind wir kein Vasall, wir sind einfach nur Söldner. Das heißt, wir könnten auch einfach sagen, Kaladok, tut mir leid, ich habe Besseres zu tun. Denn wir sind der Wikinger. Ne? Wir halten uns an keine Regeln. Aber ich hatte ja letztens gesagt, wir gucken mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Denn noch können wir etwas Geld verdienen, indem wir hier oben bei den Sturgeon ein bisschen rummarodieren oder eventuell nach den Vlandiern darüber wandern. Wir gucken mal. Wir sind leider nicht stark genug, um halt irgendwie, irgendwie großartig selbst was reißen zu können oder so. Ne? Das ist einfach noch nicht machbar. Dafür sind wir einfach zu schwach. 164 ist es sehr wenig. Wir können mal kurz schauen, wie das hier läuft. Die haben 5 Gefangene gemacht. Okay, Verlust ist eigentlich noch, ja, so Pi mal Daumen identisch dann halt, ne? Okay, hier ist halt noch nichts passiert, aber auch Vlandia, ne? Das ist also auch nicht ohne. Da schauen wir mal. Ich will eigentlich mal gucken, wo... Der sammelt hier ein paar Truppen und dann haben die auf jeden Fall irgendwas vor. Weil noch sind wir in unserem Clanrang... Ja, wir sind noch nicht mal Stufe 2. Ich dachte, wir waren schon Stufe 2. Das heißt, wir müssen ein bisschen was machen, damit wir mehr werden können. Na, Karawane überfalle ich ja nicht ungern. Die hauen wir jetzt mal schnell weg. Perfekt, haben sich direkt ergeben. So, botanische Fian brauchen wir, botanische Räuber oder Plänkler. Wir nehmen mal von jeweils einen mit. Okay, so. Waren nehmen wir auch mit oder war ein Reitpferd dabei? Sehr schön. Ich würde mal gucken, was die da machen. Die wollen bestimmt die Burg da angreifen. Reiß sofort. Die ist doch hier irgendwo, ne? War die nicht hier? Wo ist denn diese Flint-Tolk? Ach, hier ist er doch. Hä? Wieso gehst du nach da, wenn du nach dahin musst? Ah, okay. Guck mal, vielleicht können wir da... Wir gucken mal. Das sind jetzt 2 Armeen, die jetzt sich mit denen da prügeln. Wir warten noch kurz und jetzt mischen wir uns auch mit ein. Oh, okay, warte mal. Wir haben hier 155, 385, die sind 385 und da kommen wir 126 und 77. Riskanter Plan. Wir mischen uns ein, hoffen, dass wir ganz wenig Verluste bekommen, nehmen Beute mit und machen uns schnell auf den Weg. Hat nichts mit Feige zu tun, wir sind einfach nur klug. Und derzeit trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee, bevor er kalt wird. Verdammte Axt, der Kaffee ist noch völlig heiß. So muss Kaffee sein, er muss brennen. Ja, geht doch schon mal gut los, ne? Nach den ersten paar Minuten landen wir jetzt, glaube ich, in unsere größte... Ist das die größte Schlacht, die wir jetzt haben? Ja, ne? Das andere war alles kleiner, ja. Es sind auf jeden Fall 2 fast ebenbürtige Armeen. Ich denke mal, das lassen wir alles so. Attack! Quatsch! Mach keinen Blödsinn. After me! Genau, erstmal alle zu mir. Was habt ihr für einen Auftrag? Wo wollen die alle hin? So geht das nicht. Gehen wir aus dem Weg. Ach, die wollen von da oben aus angreifen, irgendwie, wa? Also wir werden natürlich nicht voranstürmen, das hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Und ich will eigentlich auch so wenig Leute verlieren wie möglich. Ratagos, das klingt wie ein Held. Das heißt, wir positionieren uns erstmal hier. Wir haben ja auch nicht sehr viele Leute. Aber, warte mal. Die Bogenschützen, die können eigentlich damit rein. Weil um die geht's ja eigentlich, ne? Wir müssen ja im Fernkampf einiges reißen. Okay, perfekt. Die greifen direkt an. Das heißt, die kommen hier mit rein. Die gehen hier mit hin. Dahin und, ja, das Pferd kann uns eigentlich folgen, würde ich sagen. Halt, das habe ich, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der Steuerung. So. So, du sollst mir folgen. Nein!
Du sollst... Nein! So. An sich ist es ja eigentlich relativ simpel, aber naja. Lass mal das. Gut, dass wir so viel Kaff dabei haben. Die haben scheinbar nicht so viele. Jetzt gucken wir auch mal, was erwischt. So, die sollen alle sich an den Krieg beteiligen, denn hier kommt es zu sehr vielen Verlusten. Hör auf! Ist immer gut, einen Bannerträger zu erwischen. Hilf mir, für was bezahle ich dich eigentlich? So, sehr gut. Kannst du mal aufhören? Halt still. Bleib stehen. Perfekt. So, sieht ganz gut aus für uns, ne? Also wir haben eine Green Wall, das ist gut. Ach, okay, haha, da hinten sind ja noch mehr. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe ich schon gewundert, dass sie so wenig sind. Ich finde das gut, dass die KI nicht einfach blind links drauf losrennt. Doink. Archers! Move everyone! Move! Nee, nee. Dreht mal wieder um. Ich hab mir schon gedacht, dass sie relativ schnell. Die sind hinter mir. Geht weg! Ich bin wichtig. Ach Gottchen. Okay, jetzt ziehen sie sich zurück. Sehr schön. Okay, jetzt können sie mit der Kampf hinterher reiten. Wir gucken, ob wir noch was erwischen. Haben noch zwei Pfeile, nicht sehr viel. Och man! Hier kommt eine Menge, muss auch machbar sein jetzt hier. Na, müsste wohl aufhören. Ich glaube, ich brauche wieder so einen Spieß, also eine Lanze, das wäre am besten, glaube ich. Hm, setzte kurz der Ton aus, auch nicht schlecht. Ha! Hab dich! Niemand entkommt, half dann. Das sei denn, er schneller als ich. Komm, den einen verpassen wir auch noch eine. Hier, dich. Bleib stehen, halt still. Kopf hoch. Sehr schön, danke. Au! Lass mein Pferd in Ruhe. Sonst werde ich grantig. Aber. Ja, es wird auf jeden Fall mal ein Nachgefecht geben. Aber es ist natürlich doof, dass so viele Leute entkommen. Weil die können sich jetzt mit den anderen dann wieder anschließen. Und dann kommt es wieder zu so einem großen Schlagabtausch. Das heißt, hier mehr am Boden liegen von denen. Ah, verdammt. Ah! Okay. Wir selber haben einen Mann verloren. Was soll denn das? Wir haben 7 Mann erschlagen. Bataanischen Räuber. Ich glaube, das war der auf dem Pferd, ne? Ne, das Spiel. Insgesamt mit 43 Leute unserer Armee verloren. Die 185, ich denke, das spricht für sich. Ein Schluck Kaffee. Gibt auf jeden Fall reichliche Erfahrungspunkte. So, ich denke mal, die 89, 516, die 89, das können wir wahrscheinlich die Truppen entsenden. So, wir haben nichts verloren. Sehr gut. Hörst du? Luchan. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin der Halfdan. Ich werde dafür bezahlt, dass ich Leuten helfe. Ich bin wie Batman. Nur ohne Cape.
Ja, du bist mein Gefangener. Ich brauche das Geld. So, guck mal, was wir alles hier an schönen Truppen haben. Boah. Alle? Batanischen Reiter würde ich gerne haben. Vlandische Vorhaut. Nein. Batanischer hochgeborener Krieger, geübter Krieger. Batanischer Plänger. Komm, ich nehme dich mit. So, mehr können wir nicht. Und noch ein bisschen Stuff. Sehr schön. Also von unserer Warte aus hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hoffe ich, dass die sich auch noch mit denen da anlegen, weil da würde ich auch noch mit plündern. Naja, warte nicht, dass die sich umdrehen und plötzlich mir den... Oh Gott, das war schon wieder ein bisschen knapp. Aber wir sind so viel mit dem Feuer gespielt. Okay, bei der Belagerung machen wir jetzt auch mit. Also, Dorfbewohner. Urik, der will wahrscheinlich hier noch mit rein. Die natzen wir noch schnell weg. Weil er die angefangen haben zu belagern, da können wir eh nicht großartig mithelfen. Außerdem können wir da sehen, ob eine riesengroße Sturge-Armee antanzt. Na? Alter, wir sind viel zu langsam. Was reiten wir denn? 4,4. Das ist gar nicht so langsam. So, wir helfen direkt mit. Ja, gut, es sind nur 54 Verteidiger, ne? Egal, komm, wir machen das so. Wir kämpfen mit. Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Außerdem hilft es mir selber auch, zu sehen, wie sind manche Städte aufgebaut, wie verhält sich die KI in gewissen Situationen und sowas, dann halt ist ja auch nicht verkehrt. Nur dadurch lernt man halt, ne? Und wir selber müssen ja auch noch unseren Bogen bessern, also mehr Erfahrung damit bekommen, mehr Punkte. Und auch im Nahkampf und Verteidigung und sowas dann. Alles, was, das finde ich cool, alles das, was du hier machst, bringt halt Erfahrungspunkte. Also manchmal stört mich dieser Text. Ich muss mal, wenn ich dran denke, dass ich mal nachgucke, ob ich diesen Text da wegmachen kann. Das nervt mich. So. Meine Leute kommen alle zu mir. Wir lassen die nämlich erstmal vorlaufen, denn gut möglich, dass sie noch Katapulte und sowas haben. Und da muss ich meine Leute nicht verlieren. Aber seht euch das an, wie schön das ist. Wie viele Leute da lang marschieren. Wie die auch alle unterschiedlich gekleidet. Na, gibt ja ein paar Doppelungen, aber... Das gefällt mir an diesem Spiel wirklich sehr gut. Ja, hier, wie ehrgeizig unsere Leute aussehen. Schicker Bart. Auch überall hängt unser Symbol drauf. Wo kommst du her? Das ist schon cool. Okay, ich sehe jetzt noch keinen... Ich wollte gerade sagen, ich sehe noch niemanden hier irgendwie mit einer Balliste oder sowas schießen. In dem Moment kommt hier so eine Balliste geflogen. Ah, hier ist ein bisschen wenig Deckung. Ich denke mal, wir werden weiter nach vorne gehen müssen. Warte mal. Follow me! Nee, warte mal. So. Und dann, das ist das Engste, was ihr machen könnt. Form a square! Genau. Erstmal nur, dass sie hoffentlich nicht so sehr getroffen werden. Können wir nämlich in der Zeit mal nach vorne reiten und schauen, ob wir mit Pfeil und Bogen irgendwas erwischen. Den da oben zum Beispiel. Nein. Ach man. Ha. Kein Headshot. Interessant. Perfekt. Und hier sehen wir keinen mehr. Hätte natürlich jetzt auch die Leitern reinstellen können. Nee, komm wieder her, schnell! Ach man! Oh, Pferdchen aufpassen, das tut weh. Au. Mach das nochmal. Follow me! So. Hey! Keine Ahnung, wo das gerade kam. Ich
Geil, wie die über die Leiter raufhüpfen, so boing. So, irgendwas, was wir schießen können, ne? Mir nach, ich folge. Ich glaube, ich war noch nie der Erste, der die Leiter hochkletterte. Ach, gut, die anderen sind vor mir da. Es ist doch cool, wie diese... Ach, du Heiliger, ich hoffe nicht, dass jetzt meine Leute waren. Aber ein fetter Treffer. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Alter, was ist denn das? Haben die da so einen verdammten Raketenwerfer oder was? Ist hier noch jemand? Ist immer ein bisschen nervend, wenn man die mal suchen muss. Ach, das war's scheinbar schon. Okay, wir haben zumindest keinen verloren. Gut, das war jetzt nicht so spektakulär, oder? Kriegen wir nochmal 8% der Beute. Ja, nichts über heißen Kaffee. Tja, das habe ich gern gemacht. Ich bin der Halfdan. Freut mich, dass du mich kennenlernen darfst. Können wir was mitnehmen? Nein. Nehmen wir Gefangene mit? Ja. So, später könnten wir dann, wenn wir Vasall der Batania sein sollten oder einer anderen Fraktion, dann hätten wir jetzt zum Beispiel die Wahl gewinnen können und hätten wir dann die Burg bekommen. Nur für diejenigen unter euch, die das jetzt nicht wissen, weil sie das Spiel vielleicht nicht so kennen, wo ich jetzt auch nicht gerade so viele Stunden daran habe. Sieben Verletzte haben wir noch. Okay. Ich glaube, wir waren auch noch auf der Suche nach einem Wundarzt, ne? War das nicht so? Ich befürchte, dass hier... Ah, nix gut. Ich wollte nur mal gucken. Ignoriert mich einfach. Okay, pass auf, dann reiten wir nach... Seh zu, dass du die Füße in die Hand nimmst. Das war knapp. Der hätte uns mal komplett verprügelt. So, er hat uns ganz schön lange verfolgt. Puh, das war wieder so knapp. Das Thema hatten wir schon. So. Arena haben wir. Quatsch. Tavernbezirk. So, für den bekommen wir 2900 für die Leute. Das nehmen wir gerne mit. Dann... Habe ich auch in meinem privaten Spiel, habe ich erst vor kurzem für mich das Schmieden entdeckt. Das müssen wir auch nochmal berücksichtigen wahrscheinlich. Ich habe nämlich gelesen, dass man da sehr viel Geld machen kann. Möchtest du das vielleicht haben? Ich meine, wir haben ja mehr Grün als... Pass auf, dann kriegst du das. Adin, die Heilerin. Kann ich dir was Gutes tun hier? Nö. Haben wir noch jemanden gehabt? Nein. Dieser Helm, das ist so... Das Ding ist so hässlich. Röntgen haben wir schon. Unser Kurzbogen ist auf jeden Fall besser. Auch nichts Brauchbares. So. Ist hier irgendwas für uns bei? Auch nicht. Auch nicht. Nö. Nö. Für dich auch nicht? Na ja, guck mal. Na, Helm ist hier ein bisschen zu groß. Egal. So, Nahrung haben wir auf jeden Fall noch gut. Das Steinbanner. Verringerter Lettnerschaden durch Nahkampfangriffe, das können wir eigentlich nehmen. Ist jetzt zwar jetzt nicht... Naja, 0,05, naja gut.
Ich hätte gerne eine bessere Axt, eine längere vielleicht, das wäre ganz cool. Aber ich glaube, das müsste dann eine Zweihand-Axt sein. Na gut, ein anderer Helm vielleicht. Weil dieser Helm mega hässlich ist. Die hier keine Helme, habe ich die gerade übersehen. Da. Okay, 35 zu 26, aber das Ding wiegt mehr. Das Ding ist auch 13 teuer. Na, das ist zu teuer. Dann nimm dich. Okay, das Ding ist ja noch hässlicher wie vorher. Ah, gut. Und dann können wir einmal die Helme durchtauschen über allen. Und bekommen noch 171 Taler dafür. Schön. Hammer sauberlich. Ich wollte mal gucken. Nee, halt, stopp. Erstmal. Wo steht die Schmieden? Können wir gar nicht, ne? Könnten wir mal lernen, nebenbei. Kann ja nicht schaden. Erz habt ihr auch. Gucken wir, was wir damit jetzt erreichen können für Arbeiten. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt brauchen. Freies Bauen, eine Axt, ne? Können wir mal gucken, ob wir sowas bauen können. Eine lange Axt, was brauchen wir dafür? Hartholz, Kohle. Ach, einmal Schmiedeeisen fehlt noch. Tada! Okay. Kein Meisterwerk. Aber wir haben ein paar Pünktchen bekommen dafür. Das ist auch was. Ach ja, Sattel. Noch ein Sattel. 25 Kilo. Bietet auch nur 6. Naja, pass auf, brauche ich nicht. Enttäuschend, 59 Taler wert. Na, okay, das können wir mit der Zeit dann mal ausbauen. Das ist ja nicht so. So, wir wollten weiter plündern, ne? Irgendwie. Okay, die greifen jetzt die Vlania da oben an. Okay, das interessiert uns nicht. Und das betrifft uns vor allem noch nicht. Aber da machen wir noch mit. Halt, was ist das? Okay. Wir schließen uns der Belagerung an. Und greifen auch mit an. Ich stelle auch immer wieder fest, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind ja schon bei so knapp etwas über 20 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben jetzt ja... Ja gut, ein bisschen haben wir was gemacht, ne? Aber 30 Minuten können sehr, sehr schnell umgehen in diesem Spiel. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie haben da drin Stunden, Dutzende von Stunden drin versenkt. Es ist auch wirklich ein sehr cooles Spiel. Und ich hoffe, dass sie das irgendwie noch ein bisschen erweitern, auf jeden Fall. Mehr Waffen, mehr Ausrüstung, mehr, weiß nicht, unterschiedliche Nahrung oder sonst halt irgendwas. Handelssystem, irgendwas in der Richtung so. Sind ja alles nur drei Bogenschützen. Ich hätte das vorher mal besser aufteilen sollen. Sehe ich gerade. Egal. Jetzt ist es zu spät. Geht mal lieber hier. Wo sind die denn? Ach, da sind sie. Hey! Oh, das war ein schöner Treffer. So, da ist so viel los. Die scheinen denselben Raketenwerfer zu haben wie die Sturgeon. Haben wir? Haben wir? Eine Armbrust hätte ich auch gerne übrigens. Vielleicht können wir eine erbeuten. Das wäre super. Ach, kommt keiner mehr rausgucken.
Okay, da kommen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so schnell hoch. Alter, wie schnell die oben langlaufen. Ich will auch noch was abhaben. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich muss Geld verdienen. Geht weg. Ich muss Geld verdienen, danke. Entlistet hier, dass die KI weiß, wann du schießt. Ha! Hab dich. Komm, mach ihn platt. Gib ihm bös. Sehr schön. Und wo befinden sich die anderen? Ah, da hinten kommt ein ganzer Mob. Mensch, lass mich doch mal durch. Komm an. Okay, da hinten sind sie auch schon auf den Wellen. Da sind ja welche. Haben wir? Mensch, stellt ja ganz schön was aus. Haben wir auch. So, jetzt haben wir Bogenstufe 55. Das zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, die mir halt auch an solchen Spielen halt gefallen, dass diese Pfeile da auch immer noch drin stecken. Fertig? Nö. Kann ich sehen, wo sich noch jemand versteckt? Ah, jetzt haben wir's. Fisch? Was sind das für riesen Fische, ey? Zack, Abendessen. Okay, wir haben 5 Kills gemacht. Und niemanden verloren. Generell nur 4 Leute. 4 Angreifer sind umgefallen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So lobe ich mir das. So. Naja, gut, ihr hättet es ohne mich auch geschafft, aber hey, danke trotzdem. Danke für die Blumen. Die beiden nehmen wir auch mit. Mit dem kann ich nichts anfangen. Erfahrung haben wir nicht gemacht. Das Zeug nehmen wir mit und das verklappen wir wieder. Okay, so. Ja, dann war es das eigentlich schon für diese Folge, ne? Dann für viel mehr ist jetzt keine Zeit mehr. Oh, oh, oder? Oh, oh, der Typ. Wo reitest du überhaupt lang, ey? Sag mal, bist du deppert? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, da ist der König der Vlandia. Und die sind wahrscheinlich auf dem Weg zur der Burg. Ich will eigentlich nur gucken, wo wir jetzt hier in Deckung gehen. Na, das könnte in der nächsten Folge witzig werden. Alter, vor allem bringt der 1021 Mann mit. Warte mal, wir gucken mal kurz, was haben die beiden? 510? Ich vermute mal, dass er Burg Drumor angreifen will. Ja, okay, wir gehen aber hier rein. Irgendwo müssen wir sowieso zurückziehen. Okay, so. Das noch verkaufen. Da ist ein Baumeister, den können wir noch nichts anfangen. Das ist alles Schmutz. Bolzen, wir haben keine Armbrust, auch Schmutz, Schmiedehacke, Spitzhacke, auch Schmutz. Haben wir noch Punkte zu vergeben? Und wir müssten uns dann auch mal, oh perfekt, was machen wir denn? Verringert den Malus auf die Bewegungsgeschwindigkeit während des Nachladens um 50%. Mit Bögen ausgerüstete Truppen in eurer Formation bewegen sich zu Fuß um 3% schneller, okay. Eure Bogenangriffe ignorieren 10% der gegnerischen Rüstung. Mit Bögen ausgerüstete Truppen in eurer Formation ignorieren 5% der feindlichen Rüstung. Das ist besser. So, Reitkunst haben wir auch noch was dazu gelernt. Erhöht euren Schaden durch Sturmangriff um 20%. Berittene Truppen in eurer Formation verursachen bei berittenen Angriffen 10% mehr Schaden.
Erhöht eure Manövrierfähigkeit um 10%, berittene Truppen in eurer Formation erhalten 30% Reitkunst. Also wir machen ja selber eigentlich keine Sturmangriffe. Aber wir haben gar nicht so viele Pferde, ne? Na, wir kommen ja als Erste. Was haben wir hier? Eure Infanteristen erleiden in Simulation 10% weniger Schaden durch Fernkampftruppen. Eure Truppen erleiden 25% weniger Moral-Malus aus Todesopfern, wenn sie eine Formation des Typs linienlose Kreis verlieren, nutzen. Okay. Eure Infanterie fügt Kavallerie in Simulation um 10% mehr Schaden zu. Eure Truppen erleiden 25% weniger Moral-Malus, mein Gott, aus Todesopfern. Na, das erste klingt, glaube ich, ganz praktisch. Es dauert ja auch, bis man sich das alles hier einmal verinnerlicht hat, ne? Okay, damit war es das jetzt auch hier. Schön. Schön, schön, schön. Ja. Dann bleibst du hier in der Burg. Und damit ist die heutige Folge beendet. Das bestand eigentlich ja nur aus Kämpfen. Ist ja auch mal was Feines. Und ja, wir müssen weiterhin schauen, dass wir halt hier im Clan-Rang aufsteigen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein paar Missionen und sowas dann halt noch machen und ein bisschen rummarodieren. Und da mal gucken, wie sich das jetzt hier in diesen Kämpfen dann halt verhält, ne, an welche Seite wir uns dann anschließen und so. Das schauen wir alles in den nächsten Folgen da mal. Wir schauen mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Folge wiedersehen. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.